Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Test in der Strawpool-Umfrage. Wir wollen keine Waffenhinweise. Möchtest du bestimmte anfängerfreundliche Hinweisnachrichten? Nein, wir sind keine Anfänger. Quest beginnen! Neue Strawpool-Umfrage zum Thema Let's Test. Dieses Mal wieder, so gesehen, der allererste Part mit Monster Hunter. Vier Ultimate. Ja, es ist etwas früh, ich bin etwas müde und ich muss noch mal ganz kurz die Steuerung reinkriegen. Ich habe jetzt mein 3DS so fixiert, dass ich da einfach Bücher daneben gestellt habe. Ja, unglaublich professionell. Problem ist, die Bücher behindern meine Finger. Das heißt, ich werde eine grandiose Niederlage jetzt erringen. Aber ich habe euch versprochen, diese Fiktion noch mal mit aufzunehmen. Und genau das tue ich jetzt auch so gesehen als letztes Let's-Test, was wir überhaupt machen werden. Wie ihr seht, wir machen dieses riesengroße böse Vier, Gaora, McGunnan, McGudan, whatever. Und ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Ich sehe es zwar auf der Karte, aber ich bin zu blöd, auf die Karte zu gucken, weil da die Kamera steht. Und damit wäre ich auch schon beim Thema. Ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Ah, hier ist eine Wand. Ich habe zwar ziemlich viel Bock, das Spiel zu spielen, aber wie ihr wahrscheinlich seht, ist die Qualität immer noch nicht wesentlich besser. Was mich zu dem Schluss führt: Es würde mir so höchstwahrscheinlich trotzdem Spaß machen, weil es halt eben einfach Monster Hunter ist. Aber es ist nicht die Art, wie ich Let's Playen will. Das heißt, ich mache jetzt zwar nochmal das Let's Test hier, um euch zu zeigen, was für ein geiler Motherfucker ich bin und wie eiskalt ich dieses riesengroße Monster tot machen werde. Ich werde sowas von richtig hart sterben, gerade in dieser Position. Was machst du, Junge? Was machst du? Das sieht böse aus. Ich habe zwar schon mal gegen das gekämpft, eigentlich. Also einmal, wie gesagt, das habe ich im Monster Hunter Film Unite erzählt. Ich habe gegen das gekämpft und grandios gewonnen, deswegen wollte ich das dann nochmal aufnehmen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie es jetzt laufen wird. Und ich gebe einfach mal mein Bestes. So, und wie gesagt, ich will so nicht das Let's Play machen. Das heißt, ich werde auf die Game Capture Card erst nochmal sparen. Kann ich das blocken? Ist scheißegal, ich stehe daneben und I don't give a fucking fuck. Und, das heißt, das Let's Play werdet ihr erst genießen können, wenn ich denn dann irgendwann die Game Capture Card habe. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, mein Bestes, jetzt macht es über Feuer, das Beste zu sparen, was ich so habe. Jeden Monat kann ich bis zu 25 Euro entbehren. Nun ist das Ganze natürlich nicht allzu teuer, dankeschön. Du liebe kleine Banapra. Das heißt, es wird schon eine Weile dauern, bis wir dieses Spiel zusammen genießen können. Das Gute ist, bis dahin habe ich noch genügend Monster Hunter für Ultimate-Folgen, die wir durchgehen können. Sowohl online als auch offline. Also uns wird auf keinen Fall die Folgenzahl ausgehen. Dahingehend seid befriedigt. Monster Hunter wird noch sowas von häufig kommen. Außerdem sind wir auch in Unite noch nicht einmal durch. Also alles gut. Und ich versuche jetzt mal mein Bestes, hier nicht wieder letzte Lappen da zu stehen. Wie gesagt, ich habe es eigentlich schon mal geschafft mit Florian und Francis an meiner Seite. Aber na gut, wie gesagt, die Haltung ist nicht gerade angenehm. Weder gut für den Rücken, noch gut für alles. Und ich merke, es wackelt trotzdem. Mir fehlt Duct Tape. Das habe ich bloß leider nicht gefunden. Und ich würde mein 3DS auch nochmal von dem Ding wieder befreien können. Weil Duct Tape ist ja so, das hält auf immer und ewig. Und du willst, dass irgendetwas auf die Ewigkeit mit irgendwas anderem verbunden ist. Nicht etwa Atombindung oder sowas eingehen. Nein, Duct Tape ran. So einfach kann man das machen. So, ich würde auch gern versuchen, irgendwas zu cutten. Aber da bin ich in dem Fall jetzt einfach zu eitel. Dafür will ich zu sehr gewinnen, irgendwie gezielt auf irgendwas drauf zu gehen. Wenn etwas kaputt gehen sollte, bin ich natürlich mit Absicht da drauf gegangen. Logischerweise, ihr kennt mich ja. Das war ein typischer Kushala Daora Move. Aber okay, lassen machen. Fällt auch gerade auf, ich habe relativ viel Schuss. Und ich muss schnauben. Genialotronisch. Okay, ich habe wieder die Karte. Die könnt ihr leider nicht sehen. Noch ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Dass ich mit dieser Aufnahmekonstellation das nicht mit aufnehmen kann. Aber zumindest das Gewackele sollte weg sein. Wahrscheinlich ist es ein bisschen unscharf, was daran liegt. Ich hätte es auch hundertprozentig scharf stellen können. Dann hättet ihr aber diese ekelhaften Streifen gesehen. Und die sind wirklich ekelhaft. Also diese normalen Streifen, die halt eben kommen, wenn man mit einer Kamera versucht, irgendeinen Bildschirm aufzunehmen. Kennt, glaube ich, jeder, der es schon mal probiert hat. Und du stehst hier gerade ein bisschen über mir. Das finde ich nicht gut, vor allem, weil ich unten stehe. Warte,
Man kann das Monster hier ja auch reiten, ne? Das heißt, wenn ich hier von oben drauf springe. Junge, spring! Kann ich irgendwie einen Sprungangriff? Höchstwahrscheinlich bin ich bloß zu doof, ihn zu machen. Ja, ich weiß, ihr habt mir alle so richtig schöne viele Kommentare geschrieben zum Thema: So kämpfst du richtig? Bam! So kämpft man richtig! Bitches, I'm the motherfucking God of Monster Hunter! Und ja, wenn das Monster gleich so einen Scheiß macht, R-Taste drücken. Ja, ich habe gelernt, ich habe es mir gemerkt. Und du, Bitch, liegst. Noob down. Nice, Alter, wie geil das Spiel einfach ist. So, und jetzt machen wir mal ganz kurz das hier ins Face, mein Freundchen. Also ganz ehrlich, das Spiel ist so geil. Ich will das unbedingt noch spielen. Ihr merkt, ich bin richtig gehypt, auch wenn es demnächst noch ein neues Monster Hunter geben wird. Das hier muss auf jeden Fall noch mitgespielt werden, so gesehen alle durch. Und ich sollte mal schärfen. Da liegt da schon wieder was für ein Babbo. Kann er nichts außer sterben, aber das kann er gut. So, also ich bin wirklich überrascht. Also ich bin nicht überrascht, ich finde es geil, wie viele Kommentare zu dem ersten Video kamen. Und ich hoffe, dass auch wenn das jetzt bei kommt, ihr alle immer noch mit dabei sein werdet. Und das hier gemeinsam mit mir erleben könnt. Shit, da wollte ich umrennen. Aber nicht mit mir, mein Freundchen. Ich sollte nachladen. Ja, wartest du mal ganz kurz? Dankeschön. Schöner Move nebenbei, um die kurze Wartephase perfekt zu überbrücken. Nee, nee, mein Freundchen. Dein Hauch kommt hier auf keinen Fall an. Wir haben schon 5 Minuten um. Okay, ich hoffe einfach mal, dass meine Kamera nicht wieder diesen typischen Move macht. Auch ich gehe mal aus, weil mir gerade spaßig ist. Theoretisch ist sie vollgeladen. Das heißt aber bei der Kamera nichts. Aber okay, das ist auch noch so ein Problem. Ich kann nie länger als 30 Minuten aufnehmen, weil ihr dann Black Screen hättet. Und das ist bei einem so einem Let's Play ziemlich kacke. Zudem kann ich keine Facecam machen, was auch ziemlich doof ist. Ich laufe, glaube ich, gerade falsch. Deswegen warten wir auf die Game Capture Card, bis es damit hier richtig losgeht. Es kam auch schon bei Monster Hunter so ein Kommentar: Ja, warum willst du die ganzen anderen Parts überspringen, die ganzen anderen Monster Hunter Teile? Mach die doch lieber mit. Auch ein Argument. Das heißt, wir haben, wie gesagt, perfekt was zu tun, bis die Game Capture Card wieder da ist. Junge, warum zur Hölle bist du so ein scheiß Lappen und liegst die ganze Zeit? Hast du nicht richtig ausgeschlafen oder was ist da los? Ich bin wütend und böse und schreie dumm rum. Ja, nee, ist klar, Junge, nix kannst du. Okay, ich weiß, der hat auch noch nicht seinen Flügel ausgefahren. Das ganze Ding geht noch weiter. Ach, das sind wir wieder drauf. Ganz ehrlich, ich vergesse die ganze Zeit, dass man eiskalt auch bei dem in der Luft angreifen kann. Oh, nicht nochmal, das wird knapp. Das wird richtig, richtig fucking knapp. Aber wir schaffen das, weil wir einfach Babos sind. Seht ihr, wenn ich weiß, wie es geht, dank eurer geilen Kommentare, dann kriege ich das auch einfach hin. Und den kriegt er noch ins Face. Und ich glaube, ich habe noch ein Wirbelfeuer. Ah, schade, jetzt nicht. Der liegt doch eh gleich wieder, weil er so ein Lappen ist. Oh, jetzt ist er in seinem Supermodus. Und das erste, was er macht, ist Stagger. Oh, ja, du liegst gerade ein bisschen schräg, wa? Müssen wir die mal wieder so richtig schön die Kehle einheizen. Scheiß auf Feuer am Hintern. Wir heizen die Kehle ein. Du stehst echt ein bisschen komisch da, ne? Ja, so ist besser. Oh, ich glaube, da hat er gerade den Stein kaputt gemacht. Das sah interessant aus und ich habe Schaden bekommen. Oh, soll ich was sagen, Kumpel? Ich stand gerade über dir in der Nahrungskette. Oh, da bin ich gut, dass ich doch noch ausgewichen bin. Das heißt, wie gesagt, ich kämpfe jetzt zum zweiten Mal. Das erste Mal ist ein Monat her. Das kann ich genau sagen, weil 2 Monate sogar, weil genau vor 2 Monaten der erste Let's Test Part rauskam. Und dementsprechend habe ich keinen Plan, was der Typ hier macht, auch so gerade eben voll abgehen. Aber lass mal machen, ne? In der Luft getroffen zählt leider nicht. Boom, Bitch! Get at my fucking level. So, mal ganz kurz blocken, weil immer wenn man sowas sagt, ist es gefährlich. Weil das Monster ziemlich schnell sich daran denken könnte, doch. Ich soll auf dein Level kommen. Na, hier, schau mal, meine Superattacke. Ja, da habe ich genau im falschen Moment natürlich meine Waffe weggesteckt. Ich sollte mal ganz schnell den Megatrank hier schlucken. Und jetzt ganz schnell meine Gewehrlanze rausholen. Okay, dann bleibt mein gutes Ding eben stecken. Du kannst noch ein bisschen angreifen. Francis und Florian.
Florian Silbereisen sind leider gerade nicht da und lassen mich mit diesem kleinen Mofo alleine. Sollen sie mal machen, wir sind diesem kleinen süßen Vieh auf jeden Fall gewachsen. Das sind eh zutiefst missverstandene Wesen, könntest du mal aufhören rumzutoren. Ich weiß, du machst gern Sport, das ist auch gut für die Gesundheit, aber ne, Junge, mach mal nicht. Guck mal, kann ich hier auch springen? Oh, ich hätte hier auch springen können. Der stand gerade perfekt, um ihn wieder zu reiten. Und ich mag es, Monster zu reiten. Obwohl mir jetzt irgendwie gerade eine Flashbong mal lieber wäre, um den so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukriegen. So ist auch gut. Hauptsache, der bleibt mal bei mir stehen. Oh, hallo Francis. Oder Florian oder beide. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Ey, Jungchen. Unsere Zeit ist gerade dabei auszulaufen. Das finde ich nicht gut. Habe ich überhaupt noch irgendwelche Items mit? Ich habe eine Fackel. Woo! Lass nicht lange fackeln. Ja, der Witz musste kommen. Okay, der hat keinen Plan, wie er mich treffen soll. Und... Bitch, please! Ich sag doch, ich bin ein motherfucking Gott. Zweiter Versuch, dritte Quest in diesem Spiel. Und ich krieg das ohne Probleme hin, den dreimal zu reiten. Willst du nicht ganz kurz genau mal Chill Down machen? Zack, willkommen am Boden. Ich liebe diesen Spruch. So, meine Schärfe ist gesunken. Dann machen wir mal das Wirbelfeuer auf den Kopf. Damit das Köpfchen ja nicht so schön cool bleibt. Da haben wir gerade den Kopf kaputt gemacht. Na easy peasy, so muss das laufen, Lemon Squeezy. Bei Drachenätzen immer eine gute Idee, die Köpfe anzugreifen. Das weiß ein... Oh, guck mal, ein Shiny Drop. Das weiß ein geübter Jäger. Wivernträne. Keine Ahnung, wofür ich die jetzt noch brauchen soll. Aber wir haben den zum Weinen gebracht. Die kleine Pussy hat geweint. Oh, der arme, arme. Sollten wir ihn dann mal streicheln gehen mit unserer Gewehrlanze? Ich denke schon. Übrigens, was... Geiler Angriff. Ich will allerdings nachladen. Dankeschön. Was mich jetzt noch interessiert, ist, was diese schwarze Aura um mich macht. Das habe ich tatsächlich in der ganzen Zeit noch nicht geschafft herauszufinden. Aber ja, heute ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ich komme wieder, keine Frage. Höchstwahrscheinlich wird es in der Story dann irgendwann erklärt, weil mir wurde ja sogar geschrieben, es gibt eine Story in dem Spiel. Auch eine schöne Neuerung in Monster Hunter Teilen, obwohl Monster Hunter bisher noch nie wirklich eine Story gebraucht hat, außer rette das Dorf vor bösen Monstern, weil reiche Typen genau das wollen. So in der Questbeschreibung konnte man es ja immer sehr schön sehen. Och, da wollte der aber mal schreien. Und schon liegt er wieder am Boden. Ach, wisst ihr was? Guck mal, hier hinten liegt ein schöner Schweif. Und der Schweif gefällt mir. Ich würde den ganz gerne mitnehmen, weil das ist mein Schweif. Ich habe da so eine Kollektion von Schwänzen. Ja, ich bin ein richtiger Schwanzsammler sozusagen. Und die würde ich ganz gerne mal ein Stückchen erweitern. Allerdings glaube ich nicht, dass ich hier den Schweif treffe. Deswegen machen wir es bloß, wenn er mal wieder liegen sollte. Oh, humpelt der Kleine schon davon. Oh, wie süß. Wenn ihr mal so eine Nullbeere, weil ich weiß, dass die dagegen hilft. Da ist gerade irgendeine Leiste runtergegangen. Ist das sowas wie Vergiften? Egal, wir haben unsere Wirbelfeuer. Ey, Yagi, nicht nett. Ey, Yagi, nicht nett. Yagi, Yagi, wag es ja, das ist mein Fleisch. Ah, immer diese gierigen kleinen Monster hier. Nicht auszuhalten. So, er ist jetzt ins Gebiet 9 geflüchtet. Jetzt war es mein letztes, was mich geschlagen hat. Gut getimt sozusagen. Ich glaube, ich nehme mal wieder eine Nullbeere. Die Leiste da drüben gefällt mir überhaupt nicht. Ah, doch, ich habe noch welche. 10 Stück. Easy, easy, läuft doch. Was auch immer das für eine Leiste ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt, weil es so unscharf ist, aber... Zumindest ich sehe sie und ich finde sie bedrohlich. Allgemein, das ganze Spielkonzept gefällt mir schon ziemlich geil, muss man mal wirklich sagen. Ach, hier war schon Gebietswechsel. Schläft er? Ja, er hat mich zumindest nicht bemerkt. Ach, guck mal, eingehüllt. Und er wacht nicht auf, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob das der Kopf ist, aber ich rate einfach mal. Boom! Du bist nicht tot. Lutscha! Kleiner, kleiner Mistkerl. Willst du hier dich echt richtig mit mir anlegen? Oh, da liegt ein Tail. Ah, okay, er ist zu schnell, um den zu bekommen. Okay, hau mir dein Tail in die Fresse.
Wieso nicht? Das macht jedes gute Monster einmal. Ich wusste jetzt nicht, wie die Hitboxen sind. Kann ja sein, dass der Flügel auch ziemlich hart ist. Wäre ja nicht das erste Mal Monster Hunter, dass mir sowas passiert. Und du, mein Freundchen, willst... Der schreit schon wieder. Willst du mir nicht mal ganz nett hier... Oh, irgendwas ist gerade in meiner Leiste passiert. Ich passe da echt viel zu wenig drauf auf. Wenn ich wüsste, was sie macht, würde ich wahrscheinlich sogar mehr Angst vor ihr haben. Oh, nur noch 10 Minuten und er humpelt. Das wird aber ein richtig knapper Kampf. Vor allem, weil er jetzt wieder anfängt abzuspacken. Wie so der letzte Mongo und mit seinem Tail ausholt. Ja, genau, deswegen will ich ihn abmachen. Ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal geschafft. Da habe ich mich wirklich noch ein bisschen darauf konzentriert gehabt. Da stand ich in der Ecke. Ecken sind immer schlecht. Merket euch das, Kinder. Echt die erste Regel, die man Monster Hunter lernen muss. Ecken sind böse. Außer man selber ist stärker als das Monster. Dann sind Ecken manchmal sogar richtig nett. Oh, da liegt er wieder. Guck mal, das ist meiner. Mein Schatz. Gallam! Gallam hat den Schwanz bekommen. Yes! Au. Jetzt bitte nicht sterben. Bitte aufpassen, Sinu. Du hast zwar gerade den epischsten Sieg aller Zeiten so gut wie errungen, zumindest deinen epischen Sieg aller Zeiten in diesem Spiel, aber das hat noch nichts zur Sache, denn noch ist der Kampf nicht vorbei. Du willst dich nochmal hinlegen? Das sehe ich dir doch an, mein Freundchen. Alter, da bin ich im Angriff gerade fast durch Angriff ausgewichen. Das nennt man dann, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich kämpfe schon fast 2 Minuten. Na gut, guck mal her. Ja, Hauptziel erfüllt. Und da stirbt der Kleine. Könnt ihr überhaupt irgendetwas sehen? Ja, zumindest der Bildschirm ist im Bild. Hehe, schön. Ah, Wunderbärchen. So, dann lassen wir uns den mal noch schön schmecken hier. Wie hieß der Typ hier jetzt nochmal? Gore Magala. Questinfo. Ja, genau. Gore Magala. So wie Blut und halt Magala. Okay. Das kann ich mir vielleicht mal merken. Die rote Riesenkröte des Todes ist jetzt nicht so zum Merken, aber Gore Magala scheint dann schon, immerhin stand Experte da, aber er scheint schon irgendwie wichtig zu sein. Und wir haben seinen Schwanz. Fuck yeah, sind wir geil kindisch und es gefällt mir. Hey, man kann ja auch noch sammeln. So, ja, Florian Silbereisen und Francis sind immer noch nicht ausgelastet, die müssen weiter die Monster angreifen. Okay, macht mal, wenn ihr denkt, dass ihr unbedingt alles töten müsst und so ein großes Monster nicht ausreicht, dann tut das doch gern. So, an euch jetzt noch, meine lieben Freunde, nicht nur danke fürs Spielen, sondern danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das richtige Let's Play folgt wahrscheinlich erst in einigen Monaten, wenn ich es dann mal geschafft habe, mein Geld zusammenzukriegen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und damit sind die Strawpool-Umfragen auch beendet. Schönen Rahmen gebildet. Erste und letzte Umfrage Strawpool mit Monster Hunter 4 Unite Ultimate. Ich werde nochmal weiteres zu den Spielen, welche nun genommen werden, in einem extra Video sagen, welches dann nächsten Monat auf jeden Fall erscheinen wird. Zusammen mit den ersten Let's Plays, die dann beginnen. Bis dahin, adios amigos. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Kommentieren und Bewerten. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Auf Wiederhören.